Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Botschaft auf diesem Kanal. Schön hast du eingeschaltet, schön bist du dabei. Die Botschaft lautet ganz anders, als ich ursprünglich geplant hatte, denn Gott hat mir kurzfristig einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ja, tatsächlich, kein Scherz. Ich hatte eine ganz andere Botschaft vorbereitet. Es war harzig in der Durchführung und Vorbereitung. Und alles, was harzig ist, ist mit größter Wahrscheinlichkeit eben nicht von Gott. Und ich nahm hier diesbezüglich gerne Korrektur an und Gott hat mir den Titel eingegeben. Gott hat mir eingegeben, über was er sprechen möchte. Die kommenden Minuten und ich bin überzeugt, er wird auch dein Herz ansprechen können, auch wenn der Titel vielleicht weniger spektakulär klingt. Es wird sehr, sehr viel Wiederherstellung, Heilung, Ermahnung, Ermutigung in den kommenden Minuten hier zu hören sein. Und das darf ich anstelle auch versprechen, im Namen Gottes, in Christus Jesus. Ganz egal, was du glaubst, wo du stehst, was dich beschäftigt, was dich freut, versuch dich einfach unvoreingenommen hier auf diese Worte einzulassen. Über den Heiland und Heiler, den Lohn im Himmel und über die Feindesliebe. Dies die Themen nachfolgender Minuten. Und ich bin überzeugt, dass Gott jetzt direkt in dein Herz sprechen wird. Und ich danke dir, Vater, für deine Gegenwart, für deine Liebe, für deine Barmherzigkeit. Danke, dass du weißt, wo jeder einzelne Mensch steht. Danke, dass du jetzt sprichst durch dein Wort direkt in die Herzen der Zuhörerinnen und Zuhörer, dass du Herzen veränderst, dass du Menschenherzen und Situationen verändern kannst zum Besseren. Wir loben und preisen dich und ich danke dir dafür, Vater, und bitte dich darum, in Jesu Namen. Amen. Ich bin gespannt, Leute. Wir gehen ins Lukas-Evangelium Kapitel 6, dort, wo ich die Bibel willkürlich geöffnet habe. Und es erstaunt wenig, dass hier auch wieder bezugnehmende Aussagen sein werden. Auf die letzte Botschaft, wo ich genau gleich verfahren bin, du wirst es sehen, falls du die vorhergehende Botschaft gehört haben solltest. Ansonsten lausch einfach dieser Botschaft ganz gut. Jesu Wirken in Galiläa. Und er, Jesus Christus, stieg mit ihnen hinab und stellte sich auf einen ebenen Platz mit einer Menge seiner Jünger und einer großen Menge Volkes aus Judäa und von Jerusalem und von der Meeresküste und von Tyros und Sidon, die gekommen waren, um ihn zu hören und geheilt zu werden. Die gekommen waren, um ihn zu hören und geheilt zu werden. Jesus Christus, derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit, ist, war und bleibt auch Heiler. Er will uns heilen. Und wir dürfen mit dieser Erwartung zu Jesus Christus kommen. Wir dürfen für Heilung bitten und Heilung erfahren. In erster Linie Heilung an unseren Herzen. Denn vieles entspringt unseren Herzen, was mit Krankheiten im Zusammenhang liegt. Die gekommen waren, ihn zu hören und geheilt zu werden von ihren Krankheiten, auch die, welche von unreinen Geistern geplagt waren, und sie wurden geheilt, unreine Geister, die uns plagen, drangsalieren und die auch Namen von Krankheiten tragen können. Wir gehen hier ein Stück weit auf die Geisterbahn. Wir sehen, wir können das nicht erkennen aus unserer menschlichen Kraft heraus. Hier brauchen wir den Stärkeren in uns. Hier brauchen wir den Geist der Unterscheidung. Hier brauchen wir denjenigen, der alles besser weiß.
Und der kann in die sichtbare und unsichtbare Welt sprechen und es geschieht so, wie er spricht. Gott sprach und es wurde. Und Gott ist dasselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und die ganze Volksmenge suchte ihn anzurühren, Jesus Christus, denn Kraft ging von ihm aus und heilte alle. Jesus Christus heilte alle. Er hat nicht danach gefragt, was der eine oder andere getan hat, wie viel er gespendet hat, wie viel er in den Opferstock gegeben hat, wie oft er gebetet hat. Er heilte alle, die kamen, um ihn zu hören und die Erwartungen hatten. Wir dürfen Erwartungen haben und wir sollen auf ihn hören und offen sein für seine wunderbare, verändernde Kraft, die Heilung bringen kann. Gott möchte, dass wir alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Und die größte Krankheit, die wir haben, dürfte die Gottesferne sein, beziehungsweise das Ablehnen des Heilers, des Heilandes, der dich und mich, der uns heilen und wiederherstellen möchte an Geist, Seele und Leib. Und er hob seine Augen auf über seine Jünger und sprach: Glückselig seid ihr Armen, denn das Reich Gottes ist euer. Glückselig seid ihr, die ihr jetzt hungert, denn ihr sollt gesättigt werden. Glückselig seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Glückselig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und wenn sie euch ausschließen und schmähen, um euren Namen als einen lästerhaften verwerfen, um des Menschensohnes willen. Ein Nachfolger von Jesus Christus zu sein, hat seinen Preis. Und Nachfolger von Jesus Christus, die kennen diese Umstände. Wenn sie euch ausschließen und schmähen und euren Namen als einen lästerhaften verwerfen, um des Menschensohnes willen, wenn sie euch verleumden und verfolgen mit übler Nachrede und so weiter und so fort. Wenn sie euch Sektierer sagen, wenn sie euch Spinner sagen, wenn sie euch Fanatiker nennen, weil ihr die frohe Botschaft von Jesus Christus verkündigt und an sie glaubt und tut, was Gottes Wille ist, freut euch an jenem Tag und hüpft, denn siehe, euer Lohn ist groß im Himmel, denn ebenso haben es ihre Väter mit den Propheten gemacht. Ja, sie haben sie verlästert, sie haben sie verleumdet, bis hin zu umgebracht. Diejenigen, die im Namen Gottes sprachen, unabhängig und ungeachtet dessen, was die Menschen gerne hören möchten, das gesagt haben, was Gott gesagt hat, was den Hörern oft wenig Eitelfreude bereitet hat, weil diese Propheten den Menschen ins Gewissen gesprochen haben und sie aufgefordert haben, umzukehren. Und die Menschen lebten in Rebellion gegen Gott und haben diese Propheten umgebracht. Doch wir werden Gott nicht los. Wir werden Gottes Gerechtigkeit niemals los. Wir werden Gottes Liebe niemals los. Außer wir wollen es unbedingt. Denn er respektiert unseren freien Willen. Und so haben auch wir, Nachfolger von Jesus Christus, den freien Willen des Gegenübers zu respektieren, jedoch den Willen unseres Vaters zu tun und die frohe Botschaft zu verkündigen, es mag gefallen oder nicht, es mag zur Zeit oder zur Unzeit sein. Denn noch ist Zeit umzukehren, noch ist Gnadenzeit, noch ist Zeit Frieden zu machen mit Gott. Und falls das deinem Herzenswunsch entsprechen sollte, wirst du auch in dieser Botschaft Gelegenheit dazu geboten bekommen.
Aber wehe euch, ihr Reichen, denn ihr habt den Trost schon empfangen. Wehe euch, die ihr satt seid, denn ihr werdet hungern. Wehe euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet trauern und weinen. Wehe euch, wenn alle Leute gut von euch reden, denn ebenso haben es ihre Väter mit den falschen Propheten gemacht. Wenn du auf der falschen Seite stehst und alle Menschen dich deswegen beklatschen und bejubeln, und du eine Mehrheit auf deiner Seite hast, du vielleicht glaubst, gesegnet zu sein, weil du satt bist, weil du reich bist, dann wehe dir. Wehe dir, wenn du dich in falscher Sicherheit wiegst. Das ist nicht böse, Leute, das ist ein Wehe, das Gott ausspricht. Gott möchte, dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden können. Das ist der Wille Gottes, der dich und mich von Herzen liebt, der in Christus Jesus auf diese Welt kam, um uns mit sich selbst zu versöhnen. Dieses Angebot gilt es anzunehmen, um dem Zorn Gottes, der über diese Welt kommen wird, entgehen zu können, entfliehen zu können. Das ist der Wille Gottes, der Liebe ist. Gott ist Liebe. Wir haben es das letzte Mal miteinander betrachtet oder das vorletzte Mal. Liebe zu den Feinden, und jetzt kommt die gesteigerte Form der Liebe. Euch aber, die ihr hört, sage ich, siehst du, wieder. Es bedingt, dass wir kommen und hören, und dann sagt er uns etwas. Liebt eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen, segnet die euch fluchen und betet für die, welche euch beleidigen. Dem, der dich auf die eine Backe schlägt, biete auch die andere dar. Und dem, der dir den Mantel nimmt, verweigere auch das Hemd nicht. Gib aber jedem, der dich bittet, und von dem, der dir das Deine nimmt, fordere es nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Leute behandeln sollen, so behandelt auch ihr sie gleicherweise. Sind das gute Ratschläge? Ja oder ja? Und wenn ihr die liebt, die euch lieben, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder lieben die, welche sie lieben. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder tun dasselbe. Und wenn ihr denen Leid, von denen ihr wieder zu empfangen hofft, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder leihen den Sündern, um das Gleiche wieder zu empfangen. Wir sollen uns unterscheiden. Siehst du, auch Sünder können gute Dinge tun. Doch was ist gut in den Augen Gottes? Vielmehr liebt eure Feinde und tut Gutes und Leid, ohne etwas dafür zu erhoffen. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Darum seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Eine große Herausforderung, die Gott, der Vater, hier an seine Kinder stellt. Doch Gott, der Vater, der ist wesensähnlich in uns. Wenn er in uns ist, in Christus Jesus, dann ist er unser Helfer. Er ist der Anfänger und Vollender deines und meines Glaubens. Er ist das Wollen und das Vollbringen. Er wird uns helfen, wenn wir uns bereit erklären, wenn wir willig auf seinen Wegen gehen wollen, wird er uns auch das Vollbringen schenken. Damit niemand sich rühme. Er tut es in der Macht seiner Stärke, Leute. Wir dürfen hier völlig entspannt sein. Der Herr ist gut alle Zeit und Gott ist für uns. Und wenn Gott Ja sagt, wer will Nein sagen? Lass uns dieses Ja über unser Leben aussprechen. Und falls du Frieden machen möchtest mit Gott, falls du ein Leben geführt hast außerhalb des Willen Gottes, wenn dich der Wille Gottes gar nie wirklich interessiert hast oder du ihn noch nicht gekannt hast, falls du Jesus Christus noch nicht als Herrn, Retter und Erlöser angenommen hast, darfst du das jetzt festmachen und das nachfolgende Gebet
mit mir beten. Lass uns gemeinsam beten. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für deine Liebe, für deine Gegenwart. Danke, dass du Herzen veränderst. Danke, dass du uns zu deinem Sohn Jesus Christus ziehst, damit Jesus Christus uns zu dir ziehen kann. Vater, wir wollen Frieden machen mit dir. Wir wollen dich annehmen als unseren himmlischen Vater und erkennen und bekennen dich als unseren Schöpfer. Und Herr Jesus Christus, wir kommen jetzt zu dir. Wir danken dir für dein wunderbares Werk am Kreuz von Golgatha, wo du für all unser Vergehen und für unsere Sünden bezahlt hast, die uns von Herzen leid tun. Herr Jesus Christus, verändere du uns. Führe und leite du uns. Wir befehlen dir unser Leben an und nehmen dich jetzt an als unseren Herrn, Retter und Erlöser, als unseren Heiler und Heiland. Und Vater, wir danken dir, dass wir jetzt eingeschrieben sind im Buch des Lebens, dass wir deine Kinder sein dürfen in Christus Jesus, deinem Sohn. Wir loben und preisen dich, Herr Jesus Christus, und sagen Amen. Und wir sagen Amen, Amen. Vielen herzlichen Dank, herzliche Gratulation, wenn du dich jetzt entschieden hast, dieses Gebet zu beten und dich mit Gott zu versöhnen und ganze Sache zu machen. Du wirst staunen, was Gott imstande ist, auch in deinem Leben zu verändern, in Christus Jesus, deinem und meinem Herrn. Lob und Preis und Ehre und vielen herzlichen Dank. Gerne die Botschaft, die ich verlinke, auch noch sehen, wenn du Lust und Zeit hast. Ansonsten bis kommenden Donnerstag, wenn du magst, oder immer dann, wenn dir danach zumute ist. Shalom und auf Wiedersehen.